gehöre ich hier überhaupt wirklich rein? Ist das wirklich was für mich, auch mit meinem Kind zu Hause? Passt das dann alles? Und im dritten Layer, wo es dann halt so dem Ende hinzugeht, denke ich mir so, ja, das unbedingt und ich will gar nichts anderes mehr machen. Ich könnte nicht im Büro arbeiten. Da sind schon so die Einspielungen jetzt da, dass ich mich auch umso mehr darauf freue, dass es jetzt dem Ende sozusagen naht und ich halt wirklich auch alleine arbeiten darf und eine kompetente Fachkraft dann hoffentlich bin.